Jo Leute, vorweg sollte eigentlich absolut klar sein, dass in diesem Video eventuell Spoiler enthalten sein könnten. Also wenn ihr die Bücher noch nicht gelesen habt und die Filme noch nicht gesehen, dann solltet ihr das Video besser nicht anschauen und schleunigst mal die Bücher lesen. Mann, was geht denn bei euch eigentlich? Nee, Spaß, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Vielleicht kennen ja einige von euch den YouTube-Kanal von Jay und Aria. Ja, ich kenne ihn, wer hätte es gedacht, auch. Auf jeden Fall haben die beiden ein Video vor einiger Zeit hochgeladen namens 3 krasse Theorien über Harry Potter und ich habe diese Theorien widerlegt, weil sie mir alle ziemlich unlogisch erscheinen. Also viel Spaß mit dem Video. Ich erkläre jede Theorie ganz kurz und versuche sie dann zu widerlegen. Ich habe das Video allerdings trotzdem nochmal in die Videobeschreibung gepackt, falls ihr die Theorien alle mal ausführlich sehen wollt. Aber ich würde sagen, jetzt geht's erstmal, wie gesagt, los mit meinem Video. In Theorie Nummer 1 haben sie gesagt, dass die Dursleys vielleicht ja nur so fies die Jahre über zu Harry waren, weil ja in Harry dieser Horcrux gelebt hat. Ja, ich glaub's auch. Nicht. Es kann zwar sein, aber ich finde es schon ziemlich weit hergeholt, weil die Dursleys sind einfach extrem peinlich genau und pingelig und für sie ist es wahrscheinlich wirklich eine Schande, dass ein Zauberer in ihrer Familie ist und so, ja, ich glaube das aber nicht, dass das wirklich nur an diesem Horcrux liegt. Ich meine, Petunia hat als Kind eine Hexe als Schwester gehabt und als das rauskam, wurde sie total benachteiligt. Alles drehte sich nur noch um Lily, oh mein Gott, eine Hexe in unserer Familie und sie wollte halt auch gerne eine Hexe sein und durfte es halt irgendwie nicht oder konnte es nicht und das hat sie wahrscheinlich sehr mitgenommen und deswegen hat sie dann wahrscheinlich auch einen ziemlichen Hass von Lily auf Harry übernommen, weil Harry ist ja ihr Sohn und vermutlich dann auch ein Zauberer und Vernon ist halt ihr Mann und zieht halt mit und ist halt wahrscheinlich auch einfach nochmal eine Nummer fies und so. Was Dudley angeht, ich meine, das ist deren Sohn und ich meine, der hat sein ganzes Leben lang nichts anderes gelernt. Der wurde total verwöhnt und ich meine, die Eltern sind halt ein krasses Vorbild für ihn und ist ja klar, dass er dann auch Harry mobbt und ihn hasst, wenn er von seinen Eltern nichts anderes lernt. Und ich meine, wenn man der Theorie Glauben schenkt, müssten ja auch Ron, Hermine und eigentlich alle anderen in Harrys Umfeld ihn nicht mögen können. Ein kleiner Nachtrag zum Video, habe ich im Video halt vergessen zu sagen. Und zwar hat sich ja Dudley im 7. Teil sogar nochmal verabschiedet von Harry, so ja, mach's gut und so, ja, du hast mir mein Leben gerettet. Meiner Meinung nach steckt da auch noch so eine kleine Entschuldigung drin und so eine Versöhnung sozusagen. Er ist halt gerade in einem Alter, wo er langsam sein Leben unter Kontrolle kriegen sollte und halt merkt, wie falsch er sich benommen hat und ja, und seine eigenen Entscheidungen sozusagen trifft und das ist meiner Meinung nach ein gutes Ende und eine viel logischere Überlegung, als zu sagen, komisch, plötzlich hört die Macht des Horcruxes auf, das wird einfach nicht passen. Und dann würde ich sagen, geht's weiter mit dem Video. In der zweiten Theorie versuchen sie uns zu verklickern, dass Neville sowas wie der zweite Auserwählte sein könnte, weil alle Angaben der Prophezeiung nicht nur auf Harry, sondern auch auf Neville zutreffen. Bis auf die Tatsache, dass sich Voldemort in jener Nacht für Harry entschieden hat und nicht für Neville. Und das ist genau das Argument, das ich jetzt nutze, um diese Theorie zu widerlegen. Erstens ist es keine Theorie. Wenn man die Bücher gelesen hätte, dann wüsste man das auch, dass es in den Büchern sogar geschrieben steht. Also das Wort Theorie passt dazu einfach nicht. Und zweitens, dieses Argument mit dem, dass Voldemort sich für Harry entschieden hat. Genau darum geht es doch. Hätte Voldemort von der Prophezeiung nie etwas erfahren, dann hätte er auch nie versucht, Harry zu töten. Und dann wäre Harry auch nicht der Auserwählte gewesen. Aber er wurde nun mal von Voldemort auserwählt. Deswegen ist er der Auserwählte. Neville wurde nicht von Voldemort auserwählt. Deswegen ist er nicht der Auserwählte. Schon allein dieser kleine Punkt in der Prophezeiung macht alles andere zunichte. Hätte sich Voldemort dann eben in jener Nacht für Neville entschieden, weil er gedacht hätte, Neville könnte diese große Gefahr werden, hätte er eben Neville versucht zu töten und wenn Nevilles Mutter einen genauso großen Schutz aufgebaut hätte durch Liebe, eine Macht, die der dunkle Lord nicht kennt, genauso wie es Lily eben bei Harry gemacht hat,
dann wäre eben Neville der Auserwählte gewesen. Aber ich betone hier eben schon ganz stark, wäre, wenn sich Voldemort denn überhaupt für ihn entschieden hat, was er nicht hat. Also Neville ist definitiv nicht der Auserwählte und auch nicht der zweite Auserwählte. In keinster Weise. Außerdem haben die beiden noch ein paar Tatsachen über Neville erwähnt, die ja darauf hinweisen könnten, dass Neville sowas wie der Auserwählte ist. Das wäre zum einen, dass Neville ja der Einzige, abgesehen von Harry ist, von dem wir wissen, dass er ein Gespräch mit dem sprechenden Hut geführt hat. Wissen wir von sonst niemandem, aber ja, und? Was ist daran so besonders? Ich meine, jeder, der den Hut auf dem Kopf hat, kann mit dem sprechen. Das hatte nichts damit zu tun, dass Voldemort sich in jener Nacht für Harry entschieden hat. Oder eben, dass Neville in der Schlacht von Hogwarts, wo Harry im Wald ist, die Schlacht gegen die Todesser anführt. Aber tut er das wirklich? Nein, er ist einfach nur sehr engagiert und kämpft sehr viel und ist halt sehr mutig und so. Aber das hat auch nichts mit Auserwähltsein zu tun. Wenn Harry das getan hätte, dann hätte das genauso wenig damit zu tun gehabt, dass er Auserwählter ist. Oder dass er sich eben Voldemort in den Weg stellt, als alle denken, dass Harry tot ist, aber auch das ist einfach nur Mut. Was? Die letzte Tatsache, die sie genannt haben, ist diese, dass er und Harry die einzigen sind, von denen wir wissen, dass sie es geschafft haben, das Schwert von Godric Gryffindor aus dem sprechenden Hut rauszuziehen. Denn im zweiten Teil von Harry Potter, im Buch zumindest, hat Dumbledore Harry erklärt, dass jeder wirklich würdige Gryffindor es schaffen kann, das Schwert aus dem Hut zu ziehen in einer gefährlichen Situation. Hat Harry halt geschafft und Neville auch, aber ich meine, wenn Ron in einer gefährlichen Situation gewesen wäre und den Hut gehabt hätte, oder ich weiß nicht, ob das nur über den Hut kommen kann, aber Ron hätte den genauso gut ziehen können. Er ist ja auch ein würdiger Gryffindor, also das hat auch nichts mit Auserwähltsein zu tun. Die dritte Theorie besagt, dass Dumbledore der Tod sein könnte. Ja, zur Erläuterung, wir kennen ja alle aus dem siebten Teil das Märchen der drei Brüder. Das Ding ist jetzt, dass genau diese drei Brüder von drei Harry Potter Charakteren verkörpert werden sollen. Und zwar der Bruder mit dem Elderstab. Wer hätte es gedacht, von Lord Voldemort, muss ich wahrscheinlich nicht viel erklären zu. Der Bruder mit dem Stein der Auferstehung, der verkörpert Snape, weil er ja jahrelang seiner liebe Lily hinterhergetrauert hat. Und der Bruder mit dem Tarnumhang verkörpert, wer hätte es gedacht, Harry. Und jetzt kommt, der Tod aus dem Märchen soll angeblich Dumbledore präsentieren, weil Dumbledore alle drei Heiligtümer des Todes einmal besessen hat. Und zwar den Elderstab, den muss er ja mal besessen haben, weil Voldemort ihn ja aus seinem Grab klauen kann. Den Stein der Auferstehung, den hatte er ja irgendwie in seinem Ring drin und dann anschließend in dem Schnatz drin, den er dann Harry vermacht hat als kleines Versteck. Und was gab's noch? Den Tarnumhang, den hat er ja von James Potter zur Aufbewahrung gekriegt. James ist dann halt gestorben, bevor er ihn wieder zurückgeben konnte. Und so hatte Dumbledore eben alle drei Heiligtümer des Todes einmal in seinem Besitz. Dazu kommt, dass als Harry im siebten Teil so halb tot quasi war und dann bei diesem King's Cross ähnlichen Ding war, dass da plötzlich Dumbledore war. Im halben Reich der Toten sozusagen. Dumbledore ist halt ein weiser Mann und gestorben, und jeder, der gestorben ist, kann ja theoretisch im Reich des Todes sein, und er ist halt extrem wichtig für Harrys Geschichte, und er ist genau die Person, die Harry alles, was passiert ist, erklärt und erklären kann, und irgendwie musste ja die ganze Geschichte am Ende vom siebten Teil ja auch noch aufgelöst werden. Also alles in allem finde ich sie doch schon nicht ganz logisch, aber von den drei Theorien zusammen finde ich sie noch am logischsten. Das war es auch schon wieder mit dem Video. Für mich war das eigentlich alles recht einleuchtend, was ich da jetzt geplappert habe. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von den Theorien oder von meinen Widerlegungen haltet. Ja, hier ist jetzt nochmal eins meiner letzten Videos verlinkt. Ich weiß gerade nicht, auf welcher Seite das dann für euch ist. Hier sind meine beiden Facebook-Namen, stehen da. Oder hier, weiß ich jetzt auch nicht wo. Die sind aber auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt, auch das Video und alles auch nochmal in den Infokarten da oder da. Ja, ich bin gerade total orientierungslos. Auf jeden Fall würde ich sagen, was das von mir, man sieht sich. Ciao!